Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mit einem etwas anderen Hintergrund, denn in diesem neuen Zimmer, ich habe euch ja erzählt, dass ich hier umgezogen bin, ist es nämlich nicht mehr so, dass mein Fenster halt so ist, dass ich gut auf dem Bett sitzen kann und dann gutes Licht habe, sondern direkt vorm Schreibtisch, und deswegen sitze ich jetzt hier und ihr habt, glaube ich, gerade eine Nacht. Ich muss mir eben aufs Display gucken. Ja, ihr seht meine Handtücher im Hintergrund. Naja, ich hoffe, es ist einigermaßen okay. Es ist leider kein super Hintergrund, aber das muss jetzt, glaube ich, einfach so sein. Jedenfalls, heute gibt es das erste Weihnachtsspecial. Erstmal wünsche ich euch einen fröhlichen ersten Advent. Und ich habe euch ja gesagt, ihr sollt mich schreiben, entweder was euer schönstes Erlebnis in Japan war oder warum ihr euch für Japan interessiert. Und ihr habt mir so unendlich viel geschrieben. Oh mein Gott, ich habe mich so gefreut. Wirklich, ihr habt teilweise auch so lange Texte geschrieben und ich habe jetzt schon Angst, dass ich das alles gar nicht vorlesen kann in den 4 Videos. Also so viel und wirklich, Leute, ich schwöre, ich lese mir jeden einzelnen Kommentar, jeden Text durch. Ich kann nicht auf alles eine mega lange Antwort geben und ich versuche so viel wie möglich hier vorzulesen, aber ich habe mich wirklich, wirklich gefreut und ich schwöre, ich lese jede einzelne Geschichte von euch. Das ist echt cool, weil auch viele von den Geschichten so ähnlich sind wie meine. So, bei mir war das ja auch so, dass es halt anfing mit Mangas und Anime und so und dann ich mich dadurch immer weiter für Japan auch selbst interessiert habe und so. Aber es soll ja gar nicht um mich gehen, sondern ich fange jetzt einfach an, eure Geschichten vorzulesen, und guckt das Video auf jeden Fall bis zum Ende, denn ich werde hier ein, zwei Buchstaben verstecken. Ich habe mir das Lösungswort ehrlich gesagt noch gar nicht ausgedacht. Dann müsst ihr euch halt die Buchstaben aufschreiben und das geht dann immer so weiter in diesem Video und auch in den anderen Videos und zusammen ergeben die dann ein Lösungswort und dann wird es am Ende eine Verlosung geben. Also ja, jetzt aber. So, ich habe jetzt hier schon meinen Laptop. Ich habe mir jetzt auch gar nicht irgendwie rausgesucht, welche Kommentare ich vorlese. Ich fange jetzt einfach mal ganz unten an. Das ist echt krass. Also, oh, wie viel ihr mir geschrieben habt. Das ist so cool. Also, dass ich mich für Japan interessiere, war so. Mein Klassenlehrer ist in seinem Urlaub fast um die halbe Welt gereist und hat uns immer viel von seinen Reisen berichtet. Das wollte ich auch schon immer. Schreibt übrigens Duloc 1982. Nun bin ich ein Kind der 80er, 90er und habe mir viel Anime angesehen und dann mit 25 oder 26 habe ich meinen besten Freund auf einer Halloween-Party kennengelernt und von ihm erfahren, dass er schon in Japan war und da gerne hin wollte. Also habe ich gespart und habe, um das Land Japan besser kennenzulernen, noch mehr Anime auf Japanisch gesehen und Musik gehört und war 4-mal auf dem Japan-Tag in Düsseldorf. Da war ich auch schon. Wir haben eine ganze Gruppe von 10 Leuten, die mit nach Japan wollen. Doch immer, wenn ich gefragt habe, und kann es jetzt losgehen, kam immer nur, ich habe gerade kein Geld dafür. Oh ja, das kenne ich immer, diese leeren Versprechungen. Schlimm. So bin ich mit meinem Kumpel halt alleine geflogen. Habe aber noch vorher im Japanischen Kulturinstitut Köln Japanisch gelernt. Sorry, dass das etwas lang war. Zusammengefasst, ich liebe an Japan das Essen, die Leute, die Musik und dass alles so anders ist als Deutschland. Sehr cool, danke für deinen Text. Ja, ich liebe auch alles das an Japan, was du gesagt hast. Oh Mann, ich kann leider wirklich nicht alles vorlesen, weil es wirklich, wirklich viel ist. Aber ich freue mich wirklich darüber. Vielen, vielen, vielen Dank. Machen wir einfach mal weiter mit SpongeBob. SpongeBob schreibt: Also fange ich mal an. Ich war 6 Jahre alt. Als ich auf dem Fernseher etwas gucken wollte, dann stieß ich auf einen Sender, wo man One Piece und Co. gucken konnte. Wow, mit 6. Ich glaube, es war Viva, bin mir aber nicht mehr so sicher. Ich war zuerst etwas gelangweilt, weil ich die Story noch nicht gekannt habe. Dann kam meine Schwester vorbei, die 11 Jahre älter ist, und schaute so, was ich mir im Fernseher so angucke. Sie war da mit meinen 3 weiteren Geschwistern, so im Yu-Gi-Oh!, Fieber und One Piece, kennen alle meine Geschwister. Sie sagte mir, dass es voll cool sei und sie es früher selbst geguckt hat. Dann sagte sie mir, dass Anime und Japan voll cool sind und ich mir die Serie anschauen soll. Also schaute ich mir One Piece an und war danach ein kleiner Fan. Och, wie cool, mit 6 Jahren schon One Piece. Ich glaube, One Piece hätte ich mit 6 noch gar nicht verstanden. Jetzt bin ich etwas älter, aber immer noch ein Kind. Aber ich liebe One Piece, Mangas und Anime. Wow, mit 6 schon One Piece geguckt. Also ich weiß, ich habe im Kindergarten immer Pokémon geguckt, aber ich glaube, One Piece hätte ich damals vielleicht noch nicht so richtig verstanden. Taxaku schreibt: Ich bin im Grunde über meine Freunde zum Interesse an Japan gekommen. Zum Beispiel meine beste Freundin war jahrelang in einem Kendo-Verein und hat mich neben dem Interesse für das Land auch auf diverse Anime und Manga gebracht. Wow, Kendo. Boah, krass. Das würde ich auch gerne mal versuchen, aber ich glaube, ich würde irgendwie das totale Desaster anrichten. Mittlerweile ist das etwa gesunken, aber das Interesse für Japan, die Geschichte und die Kultur ist gewachsen. Leider hatte ich noch nicht die Möglichkeit, Japanisch zu lernen, da ich noch zur Schule gehe und sehr im Abi-Stress stecke. Genauso wie ich noch nicht die finanziellen Mittel besaß, um das Land zu besuchen. Das sind jedoch 2 Gegebenheiten, die ich nach meinem Abitur ändern möchte. Und das schaffst du mit Sicherheit auch. Ich wollte nämlich auch schon nach Japan, als ich ein Kind war. Natürlich hatte ich dafür kein Geld, aber ich habe mir gesagt, ich werde irgendwie nach Japan kommen.
und habe das dann auch nach dem Abitur geschafft, beziehungsweise im Rahmen meines Studiums. Serena schreibt, der Hauptgrund fürs Interesse an Japan liegt wohl, wie bei 90% der Zuschauer, an Animes. Ich war immer wieder verzaubert davon und Japan ist einfach so anders und mal was Neues, als immer nur von Europa und USA zu hören. Die Japaner bringen moderne und Tradition gekonnt zusammen und schreiben Respekt und Höflichkeit groß. Von der Mentalität mal abgesehen. Ich habe mich dann immer mehr für dieses Land interessiert, Dokus gesehen, japanische Filme etc. Durch Japan interessiere ich mich auch für andere asiatische Länder, wie zum Beispiel Korea und China. Ja, das ist auch auf jeden Fall eine coole Geschichte, das stimmt. Ich finde auch, dass man viel zu wenig noch in Deutschland so weiß über Japan. So klar, man hört immer nur von USA und so und anderen europäischen Ländern, aber ich habe auch das Gefühl, dass man in Deutschland noch gar nicht so... Na klar, man weiß schon viel über Japan an sich, aber es gibt noch so viele Klischees und so, die auch überhaupt nicht wahr sind, weil einfach sich keiner so richtig damit beschäftigt. Und ja, deswegen werde ich auch immer extrem komische Sachen gefragt über Japan. So, was als nächstes? Okay, Surprise schreibt, es ist ein kleiner Roman geworden. Aber danke, falls ihr es euch durchlest. Okay, das mache ich jetzt mal. Mein Interesse an Japan. Angefangen hat es, als ich als kleinerer Bursche die Jackie Chan-Filme extrem gefeiert habe und deshalb extremer China-Fan als kleiner Junge war. Oh, ich habe mich da schon für die Sprache, Schrift, Kultur und besonders das Essen stark interessiert. Immer witzig, wie ich irgendwelche Asiaten gerne um mich hatte und mit denen über Asienkram geredet habe. Auf Japan stieß ich erst eher negativ, da ich öfters gehört habe, die sollen immer extrem verrückt und bekloppt sein. Mega groß da Tokio und eine schnelle und aggressive Sprache. Bin denen nachgegangen und habe mich letztendlich eben positiv auf Japan gerichtet. So blieb das und irgendwann kamen ein paar Animes dazu und viele Dokus. Mit der Zeit wuchs das Interesse, habe mich praktisch über alles um Japan informiert. Am meisten, seit klein auf, wollte ich einfach diese Schrift lesen können und dann stolz darauf sein. Oh ja, ich weiß auch noch, als ich angefangen habe, Japanisch zu lernen, war ich echt ein bisschen stolz darauf, dass ich das lesen konnte. Jetzt gerade sitze ich an meinem Abi und lerne Japanisch eher langsam bis kaum. Oh ja, kenne ich, schafft man auch nicht, wenn man nebenbei so viel anderes zu tun hat. Kann die Kanas und eine Handvoll Kanji lesen und könnte gegebenenfalls mich in Japan rumfragen und dort einkaufen gehen. Always My Thresh schreibt, ich habe vor circa 3 Jahren mit Animes schauen begonnen, das war halt der Beginn. So richtig interessieren seit circa 1 bis 2 Jahren, weiß nicht mehr genau. Wieso genau, weiß ich selber nicht mehr. Mich hat mit der Zeit die Sprache und die Kultur von Japan fasziniert und mein Interesse wurde geweckt. Seitdem bin ich ein riesiger Japan-Fan. Von meiner Liebe zu Japan wissen mittlerweile sogar meine ganze Klasse und Großteil meiner Lehrer. Mittlerweile plane ich in 1 Jahr circa eine Reise nach Japan für 2 Monate. Mal schauen, was das Budget zulässt. Ja, das ist auch sehr cool. Bei mir wussten auch eigentlich immer alle, dass ich totaler Japan-Fan bin. Und... Es gibt sogar noch Leute aus meiner Schulzeit, die schulden mir einen Döner, weil die gesagt haben, wenn du wirklich Japanisch lernst, dann kriegst du einen Döner. Und ich habe diesen Döner nie gekriegt, aber ich werde mir die Döner noch alle wieder reinholen. Dann schreibt Shinoa Hiragi, also bei mir war es erst so, dass ich in Filmen oder Serien die asiatischen Schauspieler immer interessantesten fand. Aber da war das noch so allgemeiner. Als ich dann begonnen habe, Animes zu schauen, bin ich das erste Mal so richtig mit der japanischen Kultur in Kontakt gekommen und ich war sofort fasziniert von diesem Land. Die Kultur mit den Schreien, das Essen und die ganzen Höflichkeitsformen haben einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen und ich war noch mehr von Japan begeistert. Die Kultur ist etwas komplett anderes als hier und das ist wahrscheinlich auch etwas, was mich daran so interessiert. Aber auch die Sprache finde ich wunderschön und bringe sie mir deshalb selbst bei, weil es mein Traum ist, einmal fließend Japanisch reden zu können. Außerdem ist Japan automatisch mit Anime und Manga verbunden, was für mich als Otaku ein weiterer Grund ist, Japan zu besuchen. Mein Traum ist es aber nicht nur die Stadt, zum Beispiel Tokio, sondern auch Kyoto mit seiner kulturellen Seite zu sehen. Allein das zeigt diese Dinge, die Japan zu bieten hat, nämlich noch das Kulturelle, aber auch gleichzeitig das Moderne und total Abgefahrene, was man zum Beispiel an den ganzen Restaurants erkennt. Die Art der Japaner entspricht wirklich sehr meinen eigenen Werten, weshalb mir dieses Land wahrscheinlich noch mehr entspricht. Das ist es, warum und durch was ich Japan lieben gelernt habe. Ja, das finde ich auch sehr cool, dass du auch diesen Gegensatz angesprochen hast, halt von Stadt zu diesem Megakulturellen in Kyoto. Das finde ich nämlich auch, also wenn ihr mal hier hinkommt, es lohnt sich wirklich sehr, nicht nur irgendwie die ganze Zeit in Tokio zu verbringen, sondern halt auch Kyoto und so sich anzugucken. Kyoto ist sowieso so geschichtlich und kulturell die wichtigste Stadt Japans. Und ja, kann ich auf jeden Fall nur bestätigen, dass du recht. Japan ist echt teilweise ein krasser Gegensatz und so anders, aber einfach cool.
So, dann habe ich aber natürlich auch E-Mails von euch gekriegt und ich lese jetzt einfach nochmal 1, 2 E-Mails vor und dann soll es auch reichen für heute. Es folgen ja noch 3 Videos. Also, Linus schreibt mir: Hey Katrin, mein Interesse an Japan kam durch das Computerspiel Guild Wars, das chinesische, japanische und koreanische Kultur mischt und daraus seine Geschichte erzählt. Ich habe dann angefangen, außerhalb des Spiels Geschichten zu lesen und fand diese nicht selten, vor allem in Guild Wars Factions wieder. Als ich dann angefangen habe zu arbeiten und das Geld für einen größeren Urlaub hatte, bin ich dann auch für 2 Wochen nach Japan geflogen, mit der Hoffnung, die Kirschblüte zu sehen, die ich aber dann um eine Woche verpasst habe. Oh nein, wie ärgerlich! Hoffentlich siehst du sie nochmal irgendwann, es ist nämlich echt schön. Mein schönstes Erlebnis war es, auf jeden Fall gegen Abend den Hügel zum Fushimi Inari Taisha Schrein hochzulaufen und dort auf einer kleinen Lichtung, würde ich es nennen, den Sonnenuntergang und danach die beleuchtete Stadt von oben zu sehen. Oh, wie schön! Das gab mir ein unvergleichliches Gefühl der Freiheit. Ich hoffe, ich konnte dir mit meiner kurzen Geschichte etwas zurückgeben, denn ich habe viel Spaß an deinen Videos. Vielen Dank, das freut mich sehr. Oh, das ist echt schön. Ja, das stelle ich mir schön vor. Der Fushimi Inari-Schrein ist übrigens in Kyoto. Ich war auch schon da. Das ist der ganz, ganz, ganz bekannte mit den ganz, ganz vielen Toren. Lohnt sich echt, dahin zu gehen. Richtig cool. Mein schönstes Erlebnis in Japan, schreibt mir der Dominik. Hallo Miss Leuders, ich möchte dir mal von meinem schönsten, aber irgendwie auch witzigsten Erlebnis erzählen, das ich auf meinem leider nur 9-tägigen Japan-Trip erlebt habe. Erstmal zum Verständnis. Ein Kollege und ich sind beide Fotografen und durch unseren Beruf auch an der Eisenbahn des bereisten Landes interessiert. Wow! Bei jedem Auslandsurlaub halten wir also neben dem ganzen klassischen Touri-Kram auch unter anderem Fotos fest, wie in den anderen Ländern mit der Eisenbahn gefahren wird. Oh, das ist ja interessant, cool. Nun zur Geschichte. Eines Tages standen wir in einem sehr kleinen Bahnhof, der wohl auch nicht so stark frequentiert ist. Plötzlich kam nach einiger Zeit eine ältere Dame auf den Bahnsteig und setzte sich auf einer Bank hin. Nachdem wir einige Fotos gemacht hatten, liefen wir an ihr vorbei, da der Zug für die Weiterfahrt auf der anderen Seite hielt. Ich wusste nicht, ob man wie in Deutschland auf dem Dorf die Leute grüßt, weshalb ich es mir auch verkniffen hatte. Doch auf Höhe der Bank sprach sie uns an. Ich geriet ein wenig in Panik. Als wir uns umdrehten, hat sie auch gleich angefangen, eine Frage zu stellen. Deshalb habe ich sie auch gebeten, ob sie es noch einmal wiederholen könnte, weil mein japanisches Hörverständnis eher miserabel ist. Letztendlich hatte sie uns gefragt, woher wir kommen und warum wir ausgerechnet hier sind. Ich habe ihr dann bröckelnd erklärt, dass wir deutsche Fotografen sind und uns für die japanische Eisenbahn interessieren, da wir beide Lokführer sind. Sie hatte dann mit einem lachenden Soka geantwortet und nachgefragt, ob wir denn unseren Urlaub bisher genossen haben. Ich meinte, dass wir das tun, nur dass es ein wenig heiß ist. Wieder musste sie schmunzeln. Ich war auch erleichtert, dass sie nicht weiter nachgefragt hatte, da ich das, glaube ich, weniger ohne einen Blick ins Handywörterbuch zu werfen überlebt hätte. Vor der Einfahrt des Zuges hatte sie dann nochmal rübergeschaut und mit einem Lächeln uns zugewunken. Dieses Erlebnis war mit das herzerwärmendste unseres Urlaubs, an das ich mich gern zurückerinnere. Ach, wie schön, das freut mich. Ja, manchmal sind alte japanische Omis total süß. Japanische alte Leute können auch manchmal echt böse sein, aber manchmal sind sie auch echt süß. Ja, das soll reichen für heute. Schreibt mir immer noch gerne weiter E-Mails und Kommentare, warum ihr euch für Japan interessiert oder was euer schönstes Erlebnis in Japan war. Macht euch keine Sorgen, wenn ich jetzt euren Kommentar noch nicht vorgelesen habe. Ich gehe auch nächste Woche wieder random die Kommentare durch und E-Mails und werde Geschichten von euch vorlesen. Alles ist, wie gesagt, leider nicht möglich, weil ihr wirklich sehr, sehr, sehr viel geschrieben habt. Das habe ich echt unterschätzt. Aber ich freue mich total darüber und ich lese mir alles durch und ich freue mich wirklich sehr, dass ihr so eure Japan-Geschichten mit mir teilen wollt. Und ja, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Es wird jetzt übrigens demnächst, ich war einen Tag in Hakone, da wird noch ein Vlog von kommen. Den werde ich zwischendurch noch irgendwie in der Woche hochladen, denke ich. Und ja, lasst mir wie immer gerne einen Daumen nach oben da und ein kostenloses Abo, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und folgt mir auch gerne auf Instagram und Twitter und habt eine wunderschöne Woche. Bis dann!